Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun die Kollegin Dagmar Wörl das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, lieber Uwe Kekeritz, wer dir das aufgeschrieben hat. Vielleicht solltest du wirklich in der Zukunft das vorher richtig durchlesen. Das bist nicht du. Das ist, so redest du auch nicht. Bleib identisch, wenn du hier bist. Ich habe dich jetzt zwei Legislaturperioden wirklich im Ausschuss erlebt. Und der andere Uwe Kekeritz ist mir viel lieber. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine erste entwicklungspolitische Rede im Bundestag war 2010 zu einer Haushaltsdebatte. Thema war damals die Auswirkung der internationalen Finanzkrise auf die Entwicklungsländer. Die Weltbank hat gerade veröffentlicht, 2010, dass die ärmsten Menschen der Welt die Zahl von 64 Millionen erreicht hat, dass die Flüchtlingszahlen 43,7 Millionen sind, ich sage 43,7 Millionen 2010, und dass die Opfer durch Terror 49.000 Tote wären. Damals waren die Entwicklungspolitiker, oder lassen Sie mich so sagen, damals wurden die Entwicklungspolitiker noch so als Art Exoten betrachtet. Sie hatten so ein bisschen die Ethik eines Gutmenschen. Heute ist es so, dass die Entwicklungspolitik internationale Tagungsordnungspunkte bestimmt, wie G20 ist im Mittelpunkt des Geschehens bei internationalen Verhandlungen. Wir haben gelernt, dass leider die Herausforderungen nicht kleiner geworden sind, sondern viel, viel größer. Man hat das Gefühl, man ist hier in einem Modus einer Dauerkrise. Wenn man sieht, dass die Flüchtlingszahlen von damals 43,7 Millionen auf 65 Millionen gestiegen sind, wenn man sieht, dass ein El Nino hier die stärkste Dürrekatastrophe in Äthiopien hervorgerufen hat seit 50 Jahren, wenn man sieht, dass die Hungerkrise als Folge von Konflikt und Gewalt so ansteigt, dass 50 Millionen Menschen allein im Osten und im Süden von Afrika auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind, und wenn uns bedroht, dass durch den Klimawandel allein 2050 über 2 Millionen Menschen auf der Flucht sein müssen. Und diese Zuspitzung der Krisen in einer ganz neuen Dimension hat uns gezwungen, schnelle Reaktionen zu liefern. Schnelle Reaktionen zu liefern mit der Versorgung der Flüchtlinge rund um Syrien, mit der Stabilisierung der Gemeinden in den Nachbarländern rund um Syrien. Und wir haben verhindert, durch unsere Politik, durch unser Engagement dort vor Ort, dass ganze Regionen hier in Brand geraten sind. Und wir haben hier langfristig die richtigen Prioritäten gesetzt. Und es war richtig, dass der Minister gleich am Anfang dieser Legislaturperiode in den Mittelpunkt seiner Arbeit das Thema Flucht und Vertreibung gesetzt hat. Andere waren da noch weit davon entfernt. Wir haben schon von Anfang an hier den richtigen Akzent gesetzt. Wir haben innovative Instrumente in die Hand genommen, wie Cash for Work. Wir haben Sonderinitiativen initiiert, wie ein Welt ohne Hunger, die sehr, sehr erfolgreich sind. Wir haben inzwischen über 14 Innovationszentren auf der Welt mit steigender Tendenz. Und wir haben auch eins erkannt, dass eine Zusammenarbeit zwischen Entwicklungspolitik und Sicherheitspolitik im Rahmen eines vernetzten Ansatzes wichtig ist. Und dass diese Trennung, die aufgebaut worden ist über viele, viele Jahre hinweg aufgrund ideologischer Gründe, dass das geändert werden muss. Und wir sind den richtigen Weg dahin gegangen. Vor allem, wenn man sieht, dass 1,5 Milliarden Menschen hier inzwischen in fragilen Staaten leben, die fast keine Gesundheitsversorgung haben, wo die Kinder nicht zur Schule gehen können, die weitgehend abgeschnitten sind von Bildung, die keine Perspektive für sich haben und auch keine Perspektive für ihre Kinder haben und täglich Angst haben auch vor Übergriffen. Die fragen nicht nach irgendwelchen Ideologien. Die wollen Hilfe haben. Die wollen Hilfe haben von internationalen Gemeinschaften, und die wollen auch Hilfe haben hier von uns. Als ich mit der Entwicklungspolitik, nachdem ich vorher in der Wirtschaftspolitik tätig gewesen bin, hier im Deutschen Bundestag angefangen habe,
habe ich gemerkt, dass auch bei der Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft sehr starke rote Linien gezogen worden sind. Und ich bin froh, dass wir erkannt haben, dass wir allein mit unseren öffentlichen Mitteln nicht unsere Ziele erreichen können. Wir können nicht unsere Agenda 2030 nur mit Steuermitteln hier erreichen. Wir brauchen die Privatwirtschaft. Und deswegen ist es richtig, dass der Minister diese Sache in die Hand genommen hat mit seinem Marshallplan mit Afrika, die Privatwirtschaft mit ins Boot geholt hat und vor allem auch nicht nur sie mit ins Boot geholt hat, die Privatwirtschaft auch mit in die Verantwortung hier in der Zukunft nimmt. Wir konzentrieren uns auf viele neue Felder. Wir wissen, wir haben erkannt, dass Gießkannenprinzip, was oft die Entwicklungspolitik ausgemacht hat über viele Jahrzehnte hinweg, hat nicht das Ziel gebracht, was wir wollten. Wir müssen uns auf wichtige Themen konzentrieren. Und eines dieser wichtigen Themen ist Bildung, 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 was der Minister vorhin auch zu Recht angesprochen hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Kompetenzen, die wir haben als Deutsche, dass wir versuchen, die auch in anderen Ländern hiermit zu implementieren. Und das ist die duale Ausbildung. Da sind wir gut. Und da sind wir Weltmeister in diesem Bereich. Und deswegen machen wir auch berufliche Bildungszentren überall auf der Welt, wo es möglich ist, um diesen jungen Menschen, die dort Hoffnungslosigkeit haben, die keine Perspektiven haben in ihren Ländern, dort die Möglichkeit zu geben, einen Job auch zu finden. Und ich bin froh, dass wir es geschafft haben, die letzten 4 Jahre, dass wir unser Gedankengut, dass die Entwicklungsländer Nehmerländer sind, dass wir davon weggekommen sind. Und es ist wichtig, es geht nicht. Wir können nicht sagen, hier die Rolle Entwicklungsländer, ihr seid die Nehmer und wir sind die Besserwisser. Das ist falsch. Und ich bin froh, dass es auch erkannt worden ist. Wir sprechen davon, Partnerschaft auf Eigenhöhe, aber wir fordern auch ein. Wir fordern auch ein, wir sagen nicht, ihr bekommt Geld, sondern wir sagen, ihr müsst auch Eigeninitiative entwickeln. Ihr müsst auch eine Eigenverantwortung zeigen in euren eigenen Ländern. Ihr müsst auch eure Aufgaben machen. Sonst könnt ihr von uns in der Zukunft auch keine Hilfe mehr erwarten. Frau Kollegin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde ermahnt, deswegen höre ich jetzt auch auf. War immer anständig und brav. Ich wollte noch eines sagen. Viele von Ihnen wissen, dass ich ja nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren werde. Das wird jetzt, nehme ich an, ist es so, meine letzte Rede sein nach 23 Jahren. Ja, ich habe nicht gezählt, wie viele Reden ich gehalten habe im Deutschen Bundestag, nicht in Bonn und auch nicht hier. Aber ich habe eines gelernt dabei, oder ich habe eines dabei erlebt. Wir hatten immer eine sehr faire Streitkultur. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Wir haben uns gekabbelt, aber wir hatten auch immer Respekt vor der Meinung des anderen und haben das auch immer so mit ausgedrückt. Ich möchte mich bei meinen Kollegen und Kollegen ganz herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Diese Streitkultur wird mir fehlen, ist ganz klar. Ich bin damals vor 23 Jahren als Quereinsteigerin in die Politik gekommen. Es war zu einer Zeit, wo viele Kollegen noch gedacht haben, die Frauen wären am besten im Familienausschuss und Gesundheitsausschuss aufgehoben. Ich war damals ein Exot als erste der Frau im Wirtschaftsausschuss gewesen. Ich bin meinen Weg gegangen und vielleicht einen Satz zum Schluss. Mein eigener Gerichtshof war immer meine politische Verantwortung, war immer mein persönliches Gewissen, wie es auch das Grundgesetz mit vorschreibt. Ich sage immer, eine Partei mag Orientierung sein, und das ist vielleicht mein letzter Satz, aber sie kann das eigene Gewissen nicht ersetzen. Und das ist auch das, was ich vielleicht noch sagen möchte. Ich hatte immer Freude daran zu gestalten. Ich werde es auch weiterhin tun, vielleicht in der einen oder anderen Funktion. Der Entwicklungszusammenarbeit werde ich auf jeden Fall erhalten bleiben. Und am Dank zum Schluss auch an die vielen fleißigen Helfer. Das darf ich vielleicht noch zum Schluss, Herr Präsident. Ich weiß ja schon. Aber das Sie muss ich noch vor sagen. Geraumer Zeit das einen letzten Satz angekündigt, ja, Frau Kollegin. Ja, aber das gestehen Sie mir heute zu. Ich möchte einen Dank sagen an die vielen Saaldiener, an auch, die uns immer wirklich sehr, sehr nett und freundlich betreuen, an die Stelle Bissen und die Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Dienstes, also an die vielen
Fleißigen, die hinter der Kulisse sind, die man so nicht sieht im Fernsehen. Das stimmt, aber leider nicht hier. Ein Dankeschön an alles, ein Dankeschön an meine Wählerinnen und Wähler, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Ich gebe diesen Dank gerne zurück, Frau Kollegin Wörl, mit allen guten Wünschen für die weitere Zukunft. Bitte nur um Berücksichtigung folgenden Zusammenhangs. Wir werden in den wenigen verbleibenden Plenardebatten häufiger vergleichbare Konstellationen haben, wo Kolleginnen und Kollegen zum letzten Mal in diesem Hohen Haus das Wort ergreifen. Das verfolgen wir alle mit ganz besonderem Respekt. Es wäre zu schön, wenn die bei dieser Gelegenheit vorgesehenen persönlichen Worte in der Nähe der Redezeit untergebracht werden könnten. Denn sonst bringt das die jeweils amtierenden Präsidenten in die Schwierigkeit, zwischen der Gewissensfreiheit der Abgeordneten und der vom Plenum des Bundestages beschlossenen Gesamtredezeit des jeweiligen Tagesordnungspunktes einen vertretbaren Mittelweg zu suchen. So, der nächste Redner ist...